Alles klar, gut, dann müssen wir mal weiter. So. Warte mal, hä? Warte mal, hier war doch was. Ja, hier, nein, Schreibtisch. Ach, ist ja nur Maschinengewehr, aber da habe ich ja schon voll. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oder die lassen den ganzen Krempel. Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Ach, du kannst reden, was. Blödsinn. Kannst reden, was du willst. Ich bin auf deiner Seite, Kumpel. So. So. Schön das Geld alles mitnehmen. Munition für Pistole ist voll. So, warte mal. Warte mal, ist hier noch was da drin? Komm. Nee, die habe ich schon durchsucht. Okay, ich muss einfach nur die Treppe hoch und. Nee, sonst ist weiter hier nichts. Gut. Ah, hey. Hier. Ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. So, wie viel kriegen wir? Nur ein paar. So, Verkaufsautomat, was haben wir? Stellt Gesundheit wieder her. Ja, Tatsache, mein Salz ist wohl anscheinend wirklich noch nicht ganz voll. Ah, na gut. Wer braucht Konkurrenz, wenn er Qualität hat? So. Warte mal, was ist das hier? Ach hier, Gin. Oh, hier ist eine neue Rüstung. Anfragen, wie etwa, finden Sie nicht, die Vox Populi hat ganz recht mit ihr? So, ich höre später vielleicht hin. So, was haben wir hier? Voxophon? Hör ich erstmal dazu. Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. Dann, als sich die Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah man ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Tja, das ist doch einfach fies. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen, je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst deine Ausrüstung im Spielmenü verwalten. So, was haben wir? Hosen. Spröde Haut. Nahkampfangriffe machen Ziele kurzzeitig verwundbar. Opfer nehmen 5 Sekunden lang 2-mal Schaden. Ja, okay. Ich nehme sie einfach erstmal. Warte mal, vergleichen. Hosen, Feuervogel. Ja, verbrennen Feinde in der Nähe. Ich nehme sie einfach mal mit. Also tragen muss ich sie ja nicht unbedingt. So. Alles klar, gut. Dann müssen wir jetzt hier weiter, oder was? Ja, der Pfeil zeigt hier lang. Hey, Mister. Wir wollen Ihnen helfen. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Ohne Sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie Sie kommt. Ah ja, genau. Ich erinnere mich. So, neuer Hut. Schubkontrolle. Verbesserte Schub- und Bremskontrolle bei Skylines. Auch nicht unbedingt das, was mich interessiert. Packe ich aber ins Inventar. Vielleicht kann man es ja irgendwann mal später gebrauchen. Was ist los? Du musst ja nicht mit reinkommen. Also echt. Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Na gut. Ich bin weg. Aber trotzdem, wir sollten mal hier mal ein bisschen die Klos reparieren. Da war ja schon eine Schüssel kaputt. So, Mülltonne ist leer. Gut, sind wir schon so gut wie da? Hoffentlich. Oh, Ballon. Hier drüben. Flawless Flintlock. Die neueste Ausgabe der Serie. Das Erscheinen wurde 3-mal verschoben. Puppentheater? Sonntag ungefragt das Gewehr seines Vaters.
Nase damit und stellt das Gewehr schmutzig zurück. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Sehr lehrreich. Bitte sehr, junge Dame. Zuckerwatte! Holt euch Zuckerwatte! Na gut, während die Kleine erstmal hier ein bisschen Zuckerwatte isst, schaue ich mich hier halt noch ein bisschen weiter um. So. Sir, wissen Sie zufällig, wie spät es ist? Nö. Es ist ungefähr 7:30. Oh. Kommen Sie. Danke. Lassen Sie sich mit unserem Landesvater fotografieren. Er hat den Kerl. So, warte mal, hier liegt ja noch irgendwo Geld herum. Sieht aus, als wären wir reich, Mr. DeWitt. Ja, mal sehen, wie lange noch. Wer bist du denn? Und sah in seiner Prophetie ein Edelhorn dort im Dunst. Okay, hier kann ich auch hoch. So, warte mal, ich muss ja hier erstmal noch ein bisschen. Genau, hier ist ja immer hier so herumliegendes Geld. Ich glaube, bei allen Puppentheatern. Dankeschön. Gibt es eine Toilette für Farbige und eine für Weiße? Ist ebenso. Das macht's doch nur unnötig kompliziert. Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Zwing dich keiner zu. Als Junge hatte ich einen Hund namens Bill. Und wie alle Hunde war Bill ein loyaler Freund. Hätten wir ihn nicht gefüttert, Bill wäre loyal gewesen. Hätten wir ihn geprügelt, Bill wäre loyal gewesen. Erst wenn der Farbige dies von sich behaupten kann, wird er seinen Platz in der Gesellschaft finden. Mann, immer jedes Mal, wenn ich sowas anhöre, könnte ich kotzen. Mal im Ernst. Und hier so, ist hier was? Hier ist Salz. Ist aber jetzt auch endlich voll. Ist ja gut. Dann eben nicht. Stimmt, es gehört sich einfach nicht, in der Damentoilette rumzuschnüffeln. So, was haben wir hier? Kinetoskop. Ja, einige habe ich ja auch schon verpasst, aber ich glaube, es ist sogar wichtig, dass man sich hier alle ansieht, um eine Trophäe zu kriegen. Aber na gut. Aha. So, ich lese das jetzt hier überhaupt nicht mehr vor, weil das geht ja immer viel zu schnell weg. Da komme ich überhaupt gar nicht mit. So, Ende. So, wenn euch ja die Dinger mal unbedingt hier genauer ansehen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich ja mal das Video zwischendurch halt anhalten. Dann könnt ihr euch das mal genauer durchlesen, weil für mich ist das jetzt momentan echt zu schnell. Das geht ja gar nicht. Dass du rumrennst und sämtliche Mädchen abküsst, ist eine Sache. Aber die kleine Mary McCarthy? Und diese schreckliche Erin O'Malley? Wenn dein Vater das erfährt. Ach, schlimm genug, dass er diese Kartoffelfresser bei sich beschäftigen muss. Und Frederick, du bringst mich noch zur Verzweiflung. Tja. Okay, wo sind wir hier noch? Alles okay? So. Raucherbereich. Alles klar, so. Dann ist hier sonst weiter nichts. Mache ich mich mal langsam auf dem Weg zum Luftschiff. So. Oh, hier sind ja auch Fachmänner. Oh Mann. Jetzt bloß nichts Auffälliges machen. Sie geht arbeiten, oder? Ja. Eine Zeitung. Warte mal, hier im Mülltonne. Auch nix. So, ist hier was drin? Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Hm. Ja, allerdings. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. So, dann aber mal los. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Hm.
Tja. Das war ja schließlich auch mal ein Beruf. Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Ja, ja, wir passen ja schon auf. Ja. Oh, die schon wieder. Oh Mann, Mann, Mann. Ich scheine hier ja nicht besonders auffällig zu sein. Oh. So, warte mal, hier kann man ja auch runter. Ah ne, hier war ja versperrt. So, Taschenlicht suchen. Kann ich erstmal hier ein bisschen Geld mitnehmen? Warte mal. Hä? Hm. Na also. Unser Geld häuft sich immer mehr an. Das ist gut. Irgendwann habe ich wahrscheinlich ja genug für dieses Upgrade. So. Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann, einmal bitte. Was macht das? Einen Silber hier. Okay. Was haben wir hier noch? Achso, Schreibtisch. Eine Ananas. Na, schon wieder hier welche am Rumfallen oder was? Haben, gehen Sie ruhig vor. Okay, danke. So, sind wir da? So. Hey. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister. Sie werden Verstanden. Ich ruf wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. So. Ich will einfach nur meine Tickets. Wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der Warterei. Boah, Scheiße! Meine Hand! Gehen Sie weg von mir! Shit! Verdammt! Weg von mir! Hörst du ihn nicht? Elisabeth? Warte mal, nimm die Schrotflinte. Oh, das ist gut. Okay, drücke R2, um die Waffe zu tauschen. Wo zum Teufel? So. So, jetzt werde ich richtig wütend. So. So, das muss einfach sein. Boah, Scheiße! Da habe ich ihm glatt die Rübe weggesprengt. Elisabeth, wo bist du? Verdammt, wo ist sie jetzt hin? So, ich könnte jetzt natürlich auch wieder die Waffen austauschen, aber ich denke mal, das lasse ich. Also, echt mal. Ich wollte doch nur ein paar Tickets haben, aber nö. Stattdessen kriege ich ein Messer in die Hand gerammt. Warte mal. So, wo ist sie jetzt hin? Ich muss tatsächlich da lang. Aber ich schaue mich jetzt mal hier oben. Wie gesagt, das Mädchen kann sich ja schließlich selber beschützen. Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar. Aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Die Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich. Aha. Warte mal, hier, Banane brauche ich nicht eigentlich. So. Mann. So, Pistole brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. So. So, erstmal das Maschinengewehr wieder auspacken. Die Schrot hebe ich mir lieber für Notfälle aus. Oh, so, Na toll. Blut.
Die Elisabeth ist hier irgendwie hier oben. So, hier kann ich auch lang. Bin ich hier schon mal gewesen? Nein, oder? Nee, ich glaube nicht. Ah, hier, noch ein Voxophon. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Mhm. Ja, was auch immer. Das muss aber nicht heißen, dass es unbedingt jetzt besser ist. Müsli, lecker. So, geheilt bin ich aber schon wieder vollständig. Mein Schild ist auch noch ganz geladen. Ich habe sogar volle Salze. Gut, es kann weitergehen. Ich muss mal hier lang. Bleib einfach, wo du bist. So, ich muss hier lang, aber ich gehe erstmal hier schauen. Bleiben Sie mir vom Leib. Hey, komm zurück! Was ist mit dir? Wieso rennt sie weg? Was hat sie bloß? Ja, irgendwie wohl wegen dieser Nummer vorhin und vor allem, weil was die Leute ja so geredet haben, ist sie wohl jetzt ein bisschen misstrauisch geworden. Ist sie. Sie haben diese Menschen getötet. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elisabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Aber ich lasse mich ganz bestimmt nicht mehr so überrumpeln. Zeigen Sie mal die Hand. Ah. Vorsicht. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht. Ich weiß es nicht. So. So. Hoffentlich sind wir bald mal da. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich sie fürs Diesseits zu bewahren. Das ist gut. So, ich muss da raus. Okay, aber ich kann mich auch hier mal umsehen. Oh, hier ist ein Teleskop. Da schaue ich auch mal durch. Ist auch ganz wichtig. So. Ja, von dort unten kamen wir ja gerade. So, das war's. Oh, schön. Silver Eagle. Brauchen wir Geld? Hier, Mr. DeWitt. Danke. Boah, gut. Ich habe ja schon ordentlich was auf der Kante. Das ist ja gut. Dann fehlt ja bald nicht mehr viel und ich kann das Upgrade kaufen. Warte mal, wie viel war das jetzt? 1400 noch was oder so, glaube ich. Muss ich jetzt erstmal gleich mal schauen. So, hier ist erstmal der Ticketschalter. So, verlassen wir mal erstmal diesen Bereich. So, Soldier Field. Das hört sich ja nicht gerade besonders berauschend an.
So. Warte mal, das sieht aus wie ein... Ist das ein Freizeitpark? Scheint wohl sowas zu sein. Tja, gut. Dann würde ich mal sagen, ich werde erstmal hier kurz die Aufnahme beenden. Und beim nächsten Mal werde ich mich dann hier in diesem Freizeitpark ein wenig amüsieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.